51% des Einzelhandels, von der Fläche her gesehen, sind in peripherer Lage in Österreich. Vergleichszahl aus Deutschland, da sind es nicht 51, sondern 17%, die nur mit dem Auto erreichbar sind. Auf der grünen Wiese entstehen eben nicht nur mehr Geschäfte, sondern auch Büros, Ordinationen und Praxen. Mittlerweile auch Dienstleistungsbetriebe siedeln aus den Zentren auf die grüne Wiese ab. Auch die Kultur ist bereits aus der Stadt und auch das Wohnen. Einzelhandelsexperten gehen in den nächsten Jahren per anno von einem Flächenzuwachs an Verkaufsfläche von 100.000 Quadratmeter in Österreich aus und das meiste davon an der Peripherie. Was das für die Ortszentren, für die Stadtzentren, für die Gewachsenen mit ihrer Geschäftsstruktur, mit ihrer kleinteiligen Geschäftsstruktur, mit ihrer autounabhängigen Geschäftsstruktur, heißt ein grassierender Leerstand, vor allem in den Erdgeschosszonen, vor allem in den ehemaligen Handelsflächen, Handelszonen. Wieder alle diese vier von diesen Vögeln in Europa. Rottensheimer Destillat. Wir waren in Horn ziemlich die Ersten mit einer solch derartigen Entwicklung und so haben wir in der Peripherie letztendlich ein Einkaufszentrum stehen, zu dem sich Horn heute bekennt, sehr bewusst bekennt und auch sagt, wir sind Einkaufsstadt. Zum Bereich des Zentrums. Wir hatten über 40 Häuser, die leer gestanden sind. Wir haben heute bei weitem nicht mehr diese Zahl. Wir sind heute ein Dienstleistungszentrum und haben ganz spezialisierten Einzelhandel in der Innenstadt. Wir haben Mitteleuropas größte Friseurdichte, wir haben Mitteleuropas größte Optikerdichte, wir haben viele Immobilienmakler in der Innenstadt, Banken, Versicherungen, wir haben noch einen Lebensmittler, einen noch, den halten wir hoch und den hegen und pflegen wir. Sie werden jetzt fragen, was hat die Stadtgemeinde getan, was hat sie nicht getan? Wir stehen heute davor, dass wir mit Frequenzbringern, die wir selbst als Gemeinde in der Innenstadt situieren, die größte Volkshochschule nördlich der Donau, die Musikschule, die wir speziell hier ganz zentral gesetzt haben und auch mit der Landesausstellung einen Punkt gesetzt, wo wir sehr viel an Frequenz geschafft haben, der heute noch nachwirkt. Wir haben vor allem, und das war ein ganz wesentlicher psychologischer Punkt, vor der Landesausstellung 43 eine Fassadenaktion in der Innenstadt gestaltet, es wurde 43 Fassaden neu gestaltet. Dennoch muss man sagen, wir hatten Probleme, wir haben Probleme, aber ich sehe das Wohnen in der Innenstadt als derzeit die größere Herausforderung als wie die Handelsagglomeration an der Peripherie. Es gibt keinen Leerstand mehr in diesem Quartier, es gibt Zuzugs- und Nachfragedruck. Die Frequenz wurde um 61% gesteigert. Das Schöne, was dabei entstanden ist, die Menschen haben Vertrauen geschöpft. Sie waren Teil des Prozesses. Das heißt, Vitalisierung eines Stadtteils, eines Quartiers, einer Stadt oder gar eines größeren räumlichen Bereiches ist ein vernetzter Ansatz. Und sie gehen mit unserer Dachmarke in die überregionale Werbung. Und das macht jetzt Sinn für uns. Jetzt macht es Sinn für einen Handelsstandort, der jetzt einer ist, ein echter, und der nach außen mit einer Standortmarke kommuniziert. Was war der Teil der Stadt dabei, der öffentliche Teil? Im Wesentlichen die Moderation, das Initiieren und Koordinieren dieses Prozesses. Dieses Prozesshafte ist viel mehr wie Kommunikation mit den Bürgern. Das ist wahre Partizipation und wir legen da noch eins drauf und sagen Partizipation nicht im Sinne von Mitbestimmung, sondern auch überzeugt sein, Identität stiften und auch privates Engagement im Sinne von Geld in die Hand nehmend. Sieht heute so aus. Wir messen Schrittgeschwindigkeiten, die Leute gehen viel langsamer, die Aufenthaltsdauer ist größer und eine deutliche Klimaverbesserung, nicht des Meteorologischen, sondern des Zwischenmenschlichen. Die können jetzt wieder. Insbesondere haben wir uns in den letzten 10 Jahren mit einem örtlichen Entwicklungskonzept des 2002 mit
ganz, ganz viel Bürger-Bürgerinnen-Beteiligung entstanden ist, eine wirklich gute Grundlage geschaffen. Und auf diesem örtlichen Entwicklungskonzept basieren einige Grundsätze, wie zum Beispiel der Erhalt alter Kulturlandschaften. Um das Bewusstsein zu schärfen, dass man die alten Bäume jetzt nicht wegkappt und damit natürlich der Landwirtschaft das Mähen der Wiese erleichtert, haben wir versucht, wir setzen mit kleinen Projekten auf, wie zum Beispiel der Ottensheimer Streuobstwiesenschokolade. Genauso, falls Sie dann einen brauchen, einen Schnaps, der Ottensheimer Destillat heißt. Wir haben seit 2,5 Jahren den Prozess der Ortskernentwicklung vom Land Oberösterreich gefördert, aber auch, so wie der Masterplan, ging es um das flächensparende Bauen. Wir haben das Einfamilienhaus zurückgedrängt, es gibt verdichteten Flachbau und der Wohngeschossbau wird bevorzugt. Und im Ortskern selbst haben wir jetzt seit zwei Jahren, seit 2006 beschäftigen wir uns mit dem Thema Shared Space, wo freie Fläche, darauf 20 km/h und Rechtsregel gilt und aus. Und wir wollen auch Räume nützen, die normalerweise eher wirklich schlecht zum Nützen sind. Diese vielen, vielen kleinen Punkte, das ist ein Kompost, der verstreut wird in unserem Ort. Und in einem Kompost, wenn er gut durchmischt ist, dann kann ganz was Schönes daraus entstehen. Das neue Amtshaus, das war ein Wettbewerb, also ein Architekturwettbewerb. Und in der Ausschreibung stand drinnen, Politik muss offen und transparent sein. Und wir sind ganz besonders stolz darauf, weil es ein öffentlicher Raum geworden ist. Die Straße davor und dieser Raum, diese Schiebewand lässt sich komplett öffnen und die Politik ist einsehbar und sichtbar. Ungefähr 30 Jahre nach Beginn der Erfahrung SCS wurde in Niederösterreich ein neues Raumordnungsgesetz erlassen, das bestimmte, dass Geschäfte mit stadttypischem Sortiment, also Lebensmittel, Textil und so weiter, also wir reden nicht von Baumärkten und so weiter, sondern mit innenstadttauglichem Warenangebot, künftig nicht mehr außerhalb der Zentrumszonen errichtet werden dürfen. Was nicht verhindern konnte, dass 2 Jahre später, nämlich 2006, unter wohlwollender Interpretation aller Übergangsfristen und Ausnahmegenehmigungen ein letztes, vermeintlich letztes Projekt genehmigt wurde, nämlich das fünftgrößte dieser Sorte, das wir in Österreich haben, mit 70.000 Quadratmeter, das G3 in Gerersdorf. Und es ist, wie gesagt, bei weitem keine Ausnahme. Es wird allein in Niederösterreich der Fischerpark im nächsten Jahr noch ausgebaut werden, verdoppelt werden in seiner Kapazität. Also Land auf, Land ab, auch weit über Niederösterreich hinaus, ist das Wachstum an peripheren Handelsflächen noch lange nicht abgeschlossen. Es hat sich Unwahrscheinliches getan in den letzten Jahren und klarerweise hat sich das Ganze massiv auf die ganze Standortstruktur, dort wo Umsatz gebunden wird in Österreich, ausgewirkt. Unsere Schätzung geht davon aus, und ich befürchte, dass sie relativ profund trotz alledem ist, dass wir 1980 etwa 2/3, also 67% der Kaufkraft in diesen Ortskernlagen gebunden wurden. Und heute festhalten, ich hätte gerne gehabt, dass es dünkel ist, dass man es gar nicht erkennt. 30%. Zu beobachten ist, dass gute 70-75% der in Österreich ansässigen Händler bereits fertig expandiert haben. Es ist so, dass die restlichen 25%, die äußerst expansiv unterwegs sind und die natürlich noch Flächen ausschalten. Diese kleine Restmenge ist einerseits noch immer ein gewisser Motor für diese ganze Szenerie. Das andere ist aber die Immobilienwirtschaft selbst, die eigentlich darin ein Renditeprojekt sieht und eigentlich gar nicht mehr so stark auf den Einzelhandel schaut und auf dessen Needs. Die Gefahr besteht jetzt in den nächsten Jahren, dass über den Bedarf hin deutlich hinaus geplant wird. Das heißt, die Devise heißt nicht stur verhindern, so wie in Eugendorf und sagen, nein, ist nicht, sondern ich würde eins machen, ich würde Qualität fordern, sondern Auflagen so stark erhöhen, dass diese Kiste, die errichtet werden soll, wirklich allen Regeln der Kunst entspricht und eigentlich als, es ist so ausgelutschtes Wort, als nachhaltig bezeichnet werden kann.